Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute sprechen wir über den Kulturverhinderungsantrag der Grünen. Ja, meine Damen und Herren, das ist die Quintessenz des Antrags. Ich glaube Ihnen ja, dass Sie es gut mit der Kultur und den Künstlern meinen. Aber gut gemeint ist nicht eben immer automatisch auch gut gemacht. Kultur braucht Freiheit, da sind wir uns doch einig. Und deshalb passt es nicht zusammen, wenn Sie fordern, die Kultur gerecht zu fördern. Denn was heißt denn gerecht? Soll Förderung über die gesamte Kulturlandschaft gewichtet werden? Ich sage Ihnen, das funktioniert nicht. Nur wenn Künstler, ganz gleich, ob diese Kunst bildend, musisch, literarisch, darstellend oder was auch immer, ganz ohne Grenzen arbeiten, dann können sie ihre volle Kreativität entfalten. Ein enges Korsett von Kriterien zur Kulturförderung, wie Sie es vorbringen, schadet der Kultur und ihrer Entfaltungsmöglichkeit. Denn wenn Sie die Vergabe von Bundesfördermitteln an Kriterien wie Migrationshintergrund, Beeinträchtigung oder Behinderung oder eine Frauenquote knüpfen wollen, dann schaden Sie der freien Entfaltung der Kunst. So fordern Sie zum Beispiel eine feste Ausstellungsvergütung für Künstler. Was auf den ersten Moment gut klingt, jungen Künstlern ein Honorar für ihre Kunst zu geben, hört sich erst mal gut an. Ich meine, es ist fatal. Denn das wäre das Karriereende von jungen, aufstrebenden Künstlern. Kein Museum würde noch unbekannten Künstlern eine Chance geben, seine Bilder auszustellen. Eine vertane Chance, jungen Künstlern die Möglichkeit zu geben, sich einen Namen zu machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kunst und Kultur lässt sich nicht messen, nicht quantifizieren. Ein Porträt ist nicht vergleichbar mit einem Lied und ein Gedicht ist nicht vergleichbar mit einem Theaterstück. Und genauso wenig sind die Kosten dafür miteinander vergleichbar. Um einen 90-minütigen Film zu produzieren, braucht man deutlich mehr finanzielle Mittel als für das Schreiben eines Gedichtes. Ist der Film dadurch mehr wert oder das Gedicht weniger? Kunst und Kultur ist eben nicht quantifizierbar nach einem Raster, damit wir daran Fördergelder gerechter oder gleichmäßiger verteilen. Die Haushaltspositionen für die Förderung der unterschiedlichen Kunstgattungen sind unterschiedlich, das ist keine Frage. Aber dadurch drückt sich keine normative Wertung aus, sondern alleine der unterschiedliche Bedarf der verschiedenen Kultursparten. Das ist auch nicht nur im Bereich der Kultur so. Auch bei der Hochschulbildung gibt es einen unterschiedlichen finanziellen Bedarf in den verschiedenen Studiengängen. Die Ausbildung eines Arztes kostet mehr als die Ausbildung eines Betriebswirtschaftlers oder eines Juristen. Niemand käme auf die Idee, alle Studiengänge zukünftig gleichmäßig zu fördern. Dann hören Sie doch mal weiter zu. Dieses Prinzip gilt auch hier im Bereich der Kulturförderung. Ein Film zu drehen ist ungleich teurer, als ein Gedicht zu schreiben. Daher stellen wir für die Filmförderung auch mehr Geld zur Verfügung als für die Literaturförderprogramme. Und hier möchte ich erwähnen, dass wir die Filmförderung für 2018 auf 150 Millionen Euro erhöht haben. So viel gab es noch nie. Und lassen Sie mich noch hinzufügen, 300 Millionen für Bibliotheken und Museen, 84 Millionen für den Denkmalschutz, 27 Millionen für Theater und Musik. Die Kulturstiftung des Bundes erhält jedes Jahr 35 Millionen für wichtige Projektarbeit. Liebe Kollegen von den Grünen, Sie weisen zu Recht in Ihrem Antrag darauf hin, dass durch den föderalen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland die Kulturförderung in erster Linie Sache der Länder ist. Dem deutschen Staat, also dem Bund, den Ländern und Gemeinden, ist die Kultur knapp 10 Milliarden Euro wert. Davon trägt der Bund gemäß der Kulturhoheit der Länder ca. 13,6% für die Aufgaben für überregionaler und gesamtstaatlicher Bedeutung. Der Anteil der Kulturförderung, den meisten Hauptanteil, den verantworten die Kommunen mit 45%. Und das, obwohl die Länder eigentlich dafür verantwortlich sind. Deren Anteil liegt eben nur bei 43%. Und wenn Sie ehrlich wären, dann müssten Sie die Politik der Großen Koalition loben. Noch keine Regierung zuvor hat so viel für die Förderung der Kultur bereitgestellt
wie die derzeitige. Und schauen wir doch mal zurück. Schauen wir doch mal zurück. Hören Sie doch mal zu. Ja, dann bitte. Seien Sie auch still. Schauen wir doch mal zurück in 2005. Das ist das letzte Jahr gewesen, an dem Sie auch im Bund Regierungsverantwortung getragen haben. Damals lag der Haushalt des BKM bei 950 Millionen. Heute steht der Haushalt vom BKM bei über 1,6 Milliarden Euro. Das ist ein Aufwuchs von über 70%. Das können Sie ja nicht kleinreden. Das ist ein Zuwachs, den es noch in keinem anderen Ressort jemals gegeben hat. Und ein besonderer Dank dafür gilt auch hier unserer Staatsministerin Monika Grütters und dem Finanzminister Wolfgang Schäuble. Und wenn es uns wirtschaftlich weiter so erfolgreich gehen wird in unserem Land, dann können wir auch in 2021 vielleicht sogar eine Verdopplung des Etats herbeiführen, im Gegensatz zu Ihrer Bilanz. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, so sieht aktive und erfolgreiche Kulturpolitik aus. Wir bauen keine Luftschlösser mit unrealistischen Forderungen. Wir fördern Kultur real und pragmatisch. Und lassen Sie mich auch noch mal einen Blick auf die Bundesländer werfen, in denen Sie von den Grünen mitregieren. Schauen wir doch mal nach Schleswig-Holstein, nach Rheinland-Pfalz oder in mein Bundesland nach Niedersachsen. Diese drei Länder bilden das Schlusslicht bei den Kulturausgaben pro Kopf mit 62 bzw. 68 und in Niedersachsen mit 71 Euro pro Kopf pro Jahr. Und nur mal als Vergleich, ein anderes Bundesland, auch ein Flächenland, Sachsen beispielsweise, gibt mehr als 164 Euro pro Bürger pro Kopf aus. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, das ist die Wahrheit. Wo Sie regieren, kommen Sie mit der Kulturförderung nicht hinterher. Also machen Sie sich bitte keinen schlanken Fuß in den Ländern, wenn Sie auf der anderen Seite hier im Bund nach mehr Geld für Kultur fördern. Mein Fazit ist, wir haben viel getan für die Förderung der Kultur und natürlich ist das nicht das Ende der Fahnenstange. Und deshalb werden wir Ihren Antrag, der in die falsche Richtung geht, auch nicht mittragen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als nächstes hat die Kollegin Sigrid Hupach, Fraktion Die Linke, das Wort.